Ja, herzlich willkommen zu Let's Play Deponia. Wir sind ja gerade losgeflogen, haben eine kleine Bruchlandung gemacht, weil unsere Kapsel nicht mitgekommen ist. Und hier ist auf jeden Fall unser Koffer, den können wir ja jetzt schon mal hier nehmen. Zumindest unsere Sachen da rausnehmen, warum auch immer. Was mit der Zahnbürste? Die können wir nicht nehmen. Okay, was ist das hier? Zahnräder, eine Luke und noch eine Luke. Ein gut geöltes Getriebe. Au, ich drehe mich auf. Bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Mensch. Okay, mal gucken, was mit der Luke ist. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Okay, wir haben Socken und die Kugeln. Könnte man die nicht in die Zahnräder reinschmeißen vielleicht? Okay. Was mit dem Wartungsarm? Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, was mit der Klappe hier? Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Warte mal, ich habe eine Idee, wenn wir jetzt nochmal den Greifarm raus und dann die Socken noch rüberziehen, dann könnte die vielleicht irgendwie über den Greifarm da so die Socken ziehen. Oder über die Klappe oder so, dann könnte das doch funktionieren. Warte mal. Jawohl, das geht. Das heißt, das kriegen wir jetzt auf. Jetzt hat das ja... Und jetzt können wir den Wartungsraum rausnehmen. Jawohl. Damit kriegen wir doch bestimmt eine der beiden Klappen auf. Oder vielleicht sogar beide. Oh, da kommt jemand. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Gut, dann hätten wir die... Also ich sage einfach, merke ich voll, eigentlich jetzt hier die Luke aufmachen. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Ah, wir können in die Luke reingehen. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Linker Hebel, mittlerer Hebel, rechter Hebel. Der rechte leuchtet ja gelb. Vielleicht müssen wir den rechten. Er rührt sich nicht. Okay, was mit dem blauen? Aha, nehmt das. Nein, nicht. Was ist das? Oh, da haben wir Scheiße gebaut. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne gehen? Des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Hab ich das alles richtig gemacht? Dafür würdet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, schalt das ab! Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg! Oh, oh. Nice. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob wir alles richtig gemacht haben. Bums. In die Kakteen. Was ist das für Kürbisse? Weiß nicht. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BAM! Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Genau, so ist es. Was haben wir hier? Eine Motorhaube? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Okay, komme ich da irgendwie rein? Hier ist eine Windschutzscheibe.
Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Kriegt die Tür irgendwie auf? Ja. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Super, kann man mal eintreten. Was ist hier, ein Stier? Ein Rodeo? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ja, hier ist ein schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Freigegeben ab 6. Wie langweilig ist das denn? Okay, nichts für uns. Hier können wir nicht runter. Dann gehen wir mal hier zum Dorfkern. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Die muss man nur einfügen. Okay, wir können hier in die Gasse gehen. Wir können aber auch zum Wassertank, zum Rathaus, okay, das heißt, er kennt sich hier aus. Und hier ist Wenzels Haus. Ja, okay, hier wohnt Toni. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in die Gasse rein. Ach, hier ist der Bauarbeiter. Den kennen wir doch noch. Hallo, Hanek. Ach, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Okay, das heißt, wir brauchen Magneten. Was ist hier, wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten 3 Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Ziemlich klar. Ziemlich geil, meine ich. Was sie da überhaupt machen. Treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Oh, das ist doch ganz gut. Wir haben doch da draußen ein Auto stehen. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Ich sag mal Wenzel. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Sag ich mal Toni? Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Okay, dann machen wir noch uns selber. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Ja, okay, dann ist egal. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ah, der Papagei. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Bis okay, bald. Das war's. Mir hat auch nichts zu sagen. Rufus. Genau. In Lonzos Kneipe meinen Papagei ansprechen. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Oh. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ach schade, sonst hätte ich mir jetzt diese Wasabi-Nüsse gegeben. Das heißt, wir haben nichts mehr dabei. Erstmal hier reingehen. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und,
Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Okay, was gibt's hier zu holen? Dartpfeil? Oh, den nehmen wir mit. Mehr gibt's hier nicht. Lonzo, hier ist ein Schild. Kind nehmen wir auch direkt mit. Er räumt einfach die Bude leer. Juckt keinen. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Okay, nehmen wir es hier auch nicht. Dann gehen wir wieder raus. Dann können wir... Wir haben jetzt einen Dartpfeil und ein Schild dabei. Das brauchen wir sicherlich irgendwo, aber hier brauchen wir das nicht. Ah, hier ist noch ein Sprengsignal. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Okay, das hatten wir ja schon. Hier geht's zur Not. Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuvak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Sonst ist hier auch nichts, ne? Nee. Dann gehen wir mal wieder raus. Dann können wir ja hier zum Wassertank mal gehen. Hier ist ein Rohr. Okay, hat's ja richtig gebracht. Das bleibt da hängen, oder? Ich dachte jetzt, das könnte sich vielleicht ändern. Nee. Das bringt auch nichts. Wir gehen mal zur Notrufsäule. Oder lass erst ins Rathaus. Genau, wir gehen erst ins Rathaus. Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Okay, Lobo. Ach, wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Ich verschwinde. Was mit ihm hier? Achso. Ich verschwinde. Man spricht die alle zusammen an. Was ist hier? Lotti? Hallo, Lotti! Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Ziemlich geil. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Ich will zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Okay, warte mal. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es ist eine Kuh und sie trinkt Bier. Kann ich irgendwie da reinhauen? Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Damit müssen wir also irgendwas später abwerfen. Hier kriegt man bestimmt seine Nummer her, oder? Kann das sein? Jawohl, Wartenummer.
Nummer 66, fast schon meine Glückszahl. Ah, hier sind Magnete. Ach, die braucht er doch. Jawohl, dann haben wir die Magnete. Okay, dann gehen wir mal hier zum Büro des Bürgermeisters, zum Sitzungssaal, zur Poststelle. Wer ist sie hier? Sie sagt nichts. Dann gehen wir erstmal zum Büro. Halt! Wo bist du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Draußen steht noch jemand. Achso. Ich gehe mal zum Sitzungssaal. Okay, da kann man reingehen. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist.